Wolltet ihr nicht auch schon immer mal von einem riesigen Spielzeug gefuttert oder verfolgt werden? Ja? Dann ist Baby Blues Nightmare genau das Richtige für euch. Denn in diesem Indie-Horror-Survival-Game werden wir von einem unserer Spielzeuge verfolgt und gefressen, wenn es uns in seine klapprigen Finger bekommt. Eins kann ich euch jetzt schon sagen, das Spiel ist ein absoluter Geheimtipp für Horrorfans. Und wir schauen uns heute das komplette Spiel an. Liken und abonnieren nicht vergessen, sonst frisst dieses Spielzeug auch deine Seele. Viel Spaß mit Baby Blues Nightmare. Bekommen wir jetzt eine Story erzählt? Ja, von Mami. Okay. Ja, lass uns eine kleine Story erzählen. A little boy named Aiden. Aiden was a very, very special boy. He was a bit different than the other kids around his age. Okay. Instead of playing with the other kids, he loved to play with his toys. While all the other kids chose the most beautiful dolls to play with, Aiden, on the other hand, used to ask all the time why the ugly dolls always get ignored, while only the beautiful ones get the most attention. So Aiden loved to collect the least beautiful dolls so they don't feel left out. Aiden always felt sad. Sieht einfach aus wie die Nightmare-Version von Mario vs. Rabbids oder wie das Ding hieß. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das hieß, aber das ganz links da auf jeden Fall. Das ist einfach die Nightmare-Version davon. Red Belly himself, because even though Red Belly was the nice-looking one, he was always mean to the other dolls. Okay. Aiden didn't like when someone was mean to others. He had Kitty Paws, Mr. Bunny Teeth, Miss Starry, Honey Claw, and Cloudy Head. He always wanted them to sleep. Okay. Because they made him feel safe. The real monsters wouldn't come near him. Mami, die sind sehr weit an uns dran. Kannst du die bitte wegtun? Einfach nur ein Stückchen weg. Ein kleines Stück. Das reicht schon. Okay, jetzt sind sie ganz weg. Okay. Gute Nacht. Ciao. Okay. Prinzipiell können wir das kurz zusammenfassen. Wir spielen Aiden. Beziehungsweise ich vermute mal, dass wir Aiden spielen. Der nicht gerade die schönsten Puppen sammelt, sondern nur die nicht so schönen Puppen, nenne ich es jetzt mal. Eher die hässlichen. Ist okay. Auch die hässlichen Spielzeuge müssen den Besitzer finden. Und er hat alle von der Red Belly and Friends Show. Nur Red Belly nicht. Aber nicht, weil Red Belly die schönste ist, sondern weil Red Belly immer sehr gemein zu den anderen ist. Und er mag es nicht, wenn andere gemein sind. Diese fünf Puppen beschützen ihn, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und diese fünf Puppen sind aber verschwunden. Also wir müssen sie ja finden. Hat man ja gerade eben gesehen, dass sie die finden müssen. Und er ist der Meinung, dass das das Werk von Red Belly ist. Okay, dann lassen Sie uns mal hier kurz umgucken. Aber eins macht der Junge auf jeden Fall. Er hat sich in 2024 angepasst. Er macht Hobbyhorsing. Mit einem komischen Pferd, aber ist okay. Wir wissen ja, dass er nicht so die schönen Puppen mag. Vielleicht ist ein Blinking-Effekt darstellen. Dankeschön. Weil das ist übertrieben nervig. Die Maus ist auch super schnell, aber ich habe vorhin schon probiert, das umzustellen. Irgendwie geht es nicht so ganz. Warum auch immer. Hi. Okay. Okay. Mami und Daddy streiten sich. Wir brauchen hier einen Mini-Baby-Gate. Okay. What the fuck? Ja, Mami und Daddy streiten sich. Okay, wir brauchen dafür was. Ach, da oben, das Ding ist zu, deswegen. Kann der rennen, der kleine Bengel? Ja, der kann auch rennen, okay, gut. Ja, streitet euch doch mal ein bisschen leiser, mein Gott. Ist doch nicht so schwer. Ich vermute mal, dass ihr das Ding hier mitnehmen könnt. Das sollte, glaube ich, ausreichen. Ich weiß auch nicht, wie schwer die Rätsel werden. Aber wir werden es sehen. Ich hoffe, die werden etwas schwieriger. Aber es ist halt ein kleines Indie-Game, was, by the way, darauf wollte ich sowieso noch eingehen, von einem einzelnen Entwickler kommt.
Das da ist Red Belly. Turn off. Wir brauchen Red Belly nicht. Aber wir brauchen das Einhorn. Tschu! Einhörner machen sogar Geräusch. Hey, sag mal. Mach das Ding aus. Ich will Red Belly nicht hören. Warum geht das dann plötzlich wieder an? Okay, use the vent. Kannst du bitte weggehen, blauer Teddybär? Guck mal, der hat nur ein Bein, der Arme. Okay, ja gut, dass hier drin Ratten rumlaufen, sollte uns natürlich klar sein. Aber ich verstehe dieses traurige Gesicht da noch nicht so ganz, aber naja, wir werden es sehen. Okay, was haben wir hier? Mom und Dad streiten, okay, gut, das ist klar. Da haben wir, das ist ein Dinosaurier. Und das ist eine schöne Sonne. Okay, was haben wir hier? Oh, können wir zeichnen? Oh, 1 plus 1 ist 2. Und 2 plus 2 ist 4. Okay. Haben wir dafür jetzt irgendwas bekommen? Kriegen wir da jetzt für irgendwas? Nein? Okay. Die streiten sich halt immer noch da unten. Ich vermute mal, dass sie den Schlüssel da brauchen. Wie kommen wir denn da hin? Ah, wir können die Dings öffnen. Die Schubladen. Ah. Und wie? Ach so, mit der Maus. Okay, gut. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist halt einfach wirklich, dass du diese Maus-Sensitivity nicht einstellen kannst. Das ist echt stressig. Springst du bitte? Okay. Schmeißt es weg. Und das hier... Auch, weg damit. Weg damit. Keiner braucht das. Okay. Wir werden aber hier runterspringen, weil sonst verletzen wir uns bestimmt oder sowas. Okay, ab, zurück. An das kleine Gate. Hallo. Hey. What the fuck? Wie wär's, wenn du unseren Teddy... Was ist hier denn los? Und ihr guckt hier alle ganz gespannt die neue... What the fuck? Was ist denn mit dir? Weg mit dir. Ihr guckt hier alle ganz gespannt die neue Tiersendung oder was? Und warum zum... War der gerade eben schon da? Oh, wait a minute. Das hat sich geändert. Boah, ey. Wow. Kann ich bitte den Fernseher ausmachen? Danke. Niemand möchte creepy Zeug haben. Dankeschön. Ist das mein Spielzimmer? Das ist hier mein Spielzimmer. Guck mal, da oben ist dieser Hase. Der ist so creepy, ne? Oh mein Gott, ist der creepy. Okay, gut. Lass uns weiterlaufen. Was haben wir hier? Unlock? Use. Okay. Hey, what the f... Ah, das ist so ein Crying Meter, so Crying halt, ne? Wir weinen gerade. Funny T. Okay, er kann sogar schon schreiben, Mann. Der hat noch einen Strampler an, aber er kann schon schreiben. Krass, Junge, das ist ein richtig, richtig schlaues Kind. Okay. Und wie kann ich das jetzt machen? Auf Tab. Oh, wir haben sogar einen Rucksack. Oh, cool. Yo, use. Okay, das heißt. Ah, okay. Wenn wir die Schokolade essen. Bekommen wir... Werden wir wieder glücklich? Okay, gut, kann an dem Zuckerschock liegen, aber ist okay. Ist relativ. Das ist sehr, sehr interessant. What the hell? Was ist das denn? Okay, wir können auf jeden Fall auch unter Tische gehen. Also wir können uns verstecken. Aber ansonsten sehe ich jetzt hier nichts weiter. Ja, Fernseher ist ein bisschen putt. Da hat der Papa bestimmt wieder was gemacht. Aber ansonsten... Ich sehe jetzt hier auch keine großartigen Hinweise oder sonstiges, ne? Ich weiß jetzt nicht, was hier abgeht. Was ist das? Oh, ein Apple. Yo, gib uns den Apple. Können wir auch die Milch da trinken? Na, bestimmt nicht. Die sieht eklig aus. Was ist denn hier passiert? What the fuck? Ist das das Tor zur Hölle da unten, oder was? Egal, wir gehen erstmal hier rein. Gucken wir uns hier an. What the... Du kannst die Tür noch leise zu machen, das ist gar kein Problem. Also, ich weiß nicht, ob das unbedingt so zugescheppert werden muss, aber ist in Ordnung. Okay. Dann gehen wir mal gucken. Es ist interessant. Das Ding sieht einfach aus wie das Tor zur Hölle. Also, wenn ihr irgendwie Bock auf die Hölle habt, ihr müsst ja einfach durchgehen, dann könnt ihr da auch direkt ankommen. Und er ist der Höllenwächter.
Also er passt darauf auf, dass ihr da auch gut reinkommt, wenn irgendwas sein sollte. Warum liegt hier über... Ist das Blut oder ist das eher so Zeug hier wie Rotwein oder sowas? Ach du Scheiße. Können wir... Gerade sagen, können wir bitte diesen blöden Stift weg. Was machen die drei Chaoten hier? Ah, ihr seht echt cringe aus. Nee. Ich hoffe, ihr bleibt da, wo ihr seid. Was geht denn hier ab? Kommen wir hier rein? Ah, nee, die Tür ist zugeschlossen. Okay, gut, dann gehen wir woanders lang. Okay. Müssen wir mal gucken. Was ist das? Junge! Sieht er. What? Wo kommt ihr denn plötzlich her? Hallo? Habt ihr nicht gerade eben noch da vorne gesessen? Könnt ihr nicht da bleiben, wo ihr seid? Dankeschön. Und was guckst du mir hier so an? Hab gar nichts gemacht. Okay, ich hoffe, ihr bleibt jetzt da, wo ihr seid. Niemand mag euch. Achso, jetzt wird mir auch noch die Tür geöffnet. Kann ich denn. What the fuck? Wait. Ist das die Mutter? Wurde die umgenietet? Umgebracht? Es tut mir leid, dass ich das so komisch ausgesprochen habe, aber. What the fuck, was war das? Run steht da. Red Belly? Er sieht aber schon geil aus. Oh ne, wir gehen mal lieber. Wir lassen es mal. Ich will nicht mit ihm, will nicht mit ihrem Shakern. Nein, hallo. Wir werden keine Dinger kaputt gemacht. Digga, das Spiel übersteuert übelst. Ich muss das Game ein Stück leiser machen. Alter, das ist übertrieben laut. Holy crap, ey. WTF. Ja. Alter. Kann der bitte weggehen? Nein. Aber warum müssen bei Horrorspielen immer die Spiele so hardcore übersteuern? Red Belly sieht aber irgendwie cool aus. Aber irgendwie kommt er mir bekannt vor. Okay, ich glaube, wir sollten erstmal hier raus. Was haben wir jetzt eigentlich für einen Schlüssel bekommen? Ich weiß es gar nicht. Ich habe es jetzt noch gar nicht gesehen. Front Door? Objective updated. Okay. Cool. Dann versuchen wir mal weiterzukommen. Können wir den Ball? Ne, den will ich aber jetzt nicht mitnehmen. Boah, wir haben ein Dreirad. Boah, ey. Das ist ja geil. Können wir das upgraden? Ich glaube, das konnte man sogar upgraden, wenn ich das richtig gesehen hatte in dem Trailer. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Hey, tu das Spielzeugauto da rein. Ich möchte das bitte mitnehmen. Ich nehme nämlich gerne Spielzeugautos mit. So. Was haben wir hier? Okay, da hinten. Ist es ein Schalter? Ja, es ist okay. Können wir mitnehmen? Super. Ich weiß gar nicht. Ich bin mir sicher, dass man das Ding upgraden kann. Hallo? Ich möchte bitte fahren. You see me rolling. Du, du, du. Ja, genau. Und wer ist schon wieder da? Trick, Dick und Track hier. Guckt euch an. Was zum... Oh, Mami! Mami, ich komme. Ich bin gleich da. Ich muss nur ein Stück schneller fahren. Okay, ich bin dann halt doch nicht da. Ich werde einfach entführt von irgendeiner riesigen blauen Hand. Okay, cool. Dankeschön für nichts. Auf euch. Okay. Alles gut. Hör auf zu weinen, Bro. Dreimal, das ist aber falsch, aber 3x3 ist 9, aber okay. Okay. Da ist auf jeden Fall... Ah, wir müssen die Tür wieder öffnen, ne? Weil woanders sehe ich jetzt... Ach, ist dieses Setting jetzt... Warum? Das ist jetzt das mein... Das ist ein kleiner Kritikpunkt, den ich habe. Warum ist das zurückgesetzt? Warum? Für was? Warum setzt du das denn zurück? Ich will das doch so oder so nicht haben. Okay, wir müssen raus hier. Das sieht aus wie so eine Kindertagesstätte. Erinnert mich ein bisschen an Poppy Playtime, aber okay. Vielleicht hat da so ein
bisschen mit reingespielt. Ich meine, es ist ja nun ein sehr bekanntes Spiel mittlerweile, ne? So. Find a way to open section 1 shutters. Okay, wir sollen ja also hier diese Tür öffnen. Das können wir auch gleich machen, gar kein Problem. Was haben wir da? Red Belly and Friends? Red Belly? What the fuck? Nee, lass mich in Ruhe. Ich bin nicht Aiden. Ich bin Kugi. Und wenn du wissen willst, was ich so mache, dann solltest du auf meinem YouTube-Channel vorbeischauen. Und vergiss nicht zu abonnieren. So, dann wollen wir mal gucken, was wir jetzt genau machen müssen. Aber springen tut... Ah, okay, springen zieht mir auch unten an der Leiste was ab, an der Ausdauerleiste. Warum sind es eigentlich immer in jedem Spiel, wirklich in jedem Spiel, sind es immer Lüftungsschächte? Ich habe das jetzt schon so oft gesagt, in jedem Horrorspiel musst du mindestens einmal durch eine Lüftungsschacht rennen. Das macht natürlich Sinn. Was ist das? Unser... Oh, guck mal. Da ist ein wunderschöner Rucksack. Unser Small Bag. Backpack, Rucksack. Rucksack, Backpack. Ich bin der Rucksack voll mit Zeug und vielem allerlei. Alles, was du vielleicht brauchst, das habe ich dabei. Okay, da müssen wir wieder die Tür aufmachen. Dann machen wir das mal. Aber ich finde es schon schön gehalten. Also so von der Grafik her ist es schon süß. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt. Put away. Ha. Wow. The fuck? Ja, okay. Kann ich jetzt trotzdem hier oben drauf springen? Ja, kann ich. Okay, gut. Du solltest das bitte nicht zu Hause nachmachen, wenn du ein kleines Kind bist, weil es könnte sein, dass du dir vielleicht das ein oder andere tust. Tu es also bitte nicht. Oh, guckt mal. Süß. Okay. Oh. Red Belly and Friends, Kids. Ist das hier so eine... Naja, also es sieht irgendwie aus wie so eine Playcare, beziehungsweise eine Kindertagesstätte halt. Hm. Aber halt direkt so themenbasiert auf dem Red Belly and Friends Ding. Wir haben hier sogar ein kleines... Okay. So einen kleinen Comic, Red Belly and Friends. Okay. Ich weiß jetzt nicht, also Story wird es wahrscheinlich haben. Aber ob das jetzt so super interessant ist, weiß ich nicht. Wir können ja, also falls ihr irgendwie Bock drauf habt, dass ich mir da mal die Story ein bisschen genauer angucke, können wir da auf jeden Fall was machen. Ich nehme das jetzt einfach mal automatisch mit. What the fuck? Wow, nein, du bleibst bitte da hinten. Okay. Ach so. Ah, wir sollen das also da reinschmeichen. Okay. Okay, habe ich getan. Kann ich jetzt mitnehmen? Okay. Was ist denn jetzt los? Immer passiert irgendwas, was creepy ist. Oh, hi. Hallo, Mannequin. Kann ich hier auch? Okay, wir können... Wow, ich habe die Scheibe einfach eingeschlagen. Ich weiß nicht, ob ich das tun musste, aber ich... Es ist auf jeden Fall passiert. Ja, hier können wir uns drinnen verstecken. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn wir irgendeinen Chase haben. Ich weiß jetzt aber nicht, ob wir irgendwelche Chases bekommen. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Da, okay. Super. Guck mal. Ich möchte ein Glücksbärchi sein. Sieht einfach aus wie ein Glücksbärchi, so geil. Ist auf jeden Fall sehr kindgerecht. Okay, wir nehmen aber die Chocolate Bar hier mit. Was geht bei euch? Hi. Na Jungs und Mädels, alles gut bei euch? Ah, hier, das. Ah, das gehört also auch mit zu Red Belly and Friends. Okay, cool. Dann werden wir mal gucken. Aber diese... What the fuck? Was? Nein, du bewegst dich jetzt plötzlich, ja? Ja, okay. Ja, ich glaube, ich habe mich etwas erschrocken. Und du? Was verkaufst du uns? Oh, frische Milch. Der Torwächter der Hölle ist heute sehr gut drauf und verkauft etwas Milch. Sehr geil. Okay, find a way to open section 2. Okay, kriegen wir hin? Ja, wie soll es auch anders sein? Auch wieder ab durch die wundervollen Schächte. Lieben wir. Was ist halt wirklich alles so... What the fuck? Mann! Bleib doch mal cool.
Okay, was haben wir hier? Können wir hier rein? Yo, yo, ein Totoro-Bett. Es ist einfach ein Totoro-Bett. Achso, wir können hier safen. Okay, lass uns mal das Spiel speichern. Was haben wir hier? Toypacks. Ah, okay, das ist sowas wie bei Resident Evil. Wenn wir irgendwas in die Box tun, können wir das später wieder mitnehmen. Das ist so eine Storage-Box. Das ist cool, finde ich ganz okay. Weil ich glaube nicht, dass du alles die ganze Zeit brauchst. Ich weiß aber halt nicht, ob das auch speichert und das... Hallöchen, Lady. Geht's Ihnen gut? Sie sind ein bisschen kopflos. Der Torwächter verfolgt uns auf jeden Fall. Der hat auf jeden Fall Bock. Oder? Es gibt mehrere von denen. Ich weiß es nicht. Es kann auch sein, dass es einfach mehrere gibt. Okay. Ja, es ist alles so kindlich gezeichnet auch so, ne? Es haben bestimmt alles Kinder gezeichnet. Du lässt deinen Kopf bitte da, wo er ist. Aber was ist das? Junge, wer hat denn solche Puppen? Ich meine, gut, er sammelt sowas, aber ich glaube nicht, dass es irgendwie sinnvoll ist, für ihn das Zeug da irgendwie überall zu haben, oder? Wow! Der wollte uns einfach abwerfen. Was ist denn los mit ihm? Alles gut bei dir? Hast du irgendwie ein Problem? Hey, Torwächter, du musst uns auf jeden Fall helfen. Lass ihn uns Manfred taufen. Manfred, der Torwächter. Das ist Manfred. Och, jetzt bewegt auch noch die Puppe sich. Ich gehe kaputt. Ich hasse Puppen, ja, ne? Ich weiß nicht, ich kann Puppen gar nicht ab. Auch gerade so, erinnert ihr euch an Little Nightmares 2, wo man diese Puppensequenz hatte? War genauso schrecklich. Hab ich gehasst. War im Krankenhaus, by the way. Ich weiß gar nicht, müsste das dritte Chapter gewesen sein. Doch, das müsste doch zweite oder dritte Chapter, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Okay. Oh, die haben Manfred hingehangen! Manfred, was ist mit dir passiert? Nein. What the fuck? Okay, wer war das mit Manfred? Wir wollen es rausfinden. Okay, das geht also nicht mehr auf jetzt? Okay, gut. Es erinnert... Hi. Möchtest du uns irgendwas sagen? Nee? Nein! Oh mein... Das ist mir scheißegal, wer du bist. Nein, ich bin kein Good Boy for Mommy. Da musst du schon härtere Geschütze auspacken. Ja, ist mir egal, ob Mommy wartet. Alter, sie rastet ja komplett aus, oder? Alter, was ist mit ihr denn? Wartet, wir warten kurz wegen Aufladen unten. Oh, Alter, wow. Bleib cool. Red Belly, lass uns bitte in Ruhe. Dankeschön. Ich bin kein Essen. Ich mag dich doch auch. Du bist wunderschön. Auf deine eigene Art und Weise. Geh bitte wieder weg. Oh. Einfach gehen. Einfach weggehen, Bro. Okay. Der hat mir gerade etwas Kacki in die Buchse gemacht. Da, wo kommt der auf einmal her? Muss ich dem jetzt hinterherlaufen? Eine süße Giraffe, yay. Jeder mag süße Giraffen. Jeder mag süße Tiere. Okay. Ich weiß gar nicht, wie viel Chapter hat das Spiel? Hier kommen wir wahrscheinlich nicht rein, oder? Nee, okay. Dann müssen wir... Wir folgen einfach den Pfeilen. Okay, ich vermute mal, dass es jetzt das nächste Chapter ist. Ich hoffe mal, dass es jetzt nicht wieder zurücksetzen muss hier mit diesem Blinking-Effekt. Doch, warum musst du das denn in jedem Chapter machen? Das ist etwas schade. Aber es ist okay, ich meine... Kann man halt nicht ändern jetzt, ne? Map and arrows can't guide you. Okay. Werde ich mir versuchen zu merken. So, was haben wir hier? Okay, wir haben Chocolate und wir haben mal Fresh Milk. Okay, dann können wir hier mal kurz... Ah, oh, wow. Die Items werden nicht übernommen. Mhm, interessant. Die Items werden also nicht mit ins nächste Chapter übernommen. Das ist natürlich ein bisschen schade. Aber okay, müssen wir halt mit rechnen. Beziehungsweise musste man damit rechnen. Okay, dann schauen wir uns mal... What
the fuck, Alter? Was ist denn nur mit dem? Oh, Red Belly, geh einfach bitte nach Hause. Niemand braucht dich, bitte. Niemand möchte mit dir spielen. Das ist einfach, weil du fies bist zu anderen. Hm. Okay. Guck mal, ob wir hier vielleicht irgendwo langkommen. Da ist ein Nussknacker. Hm. Ja, Schokolade nehmen wir auf jeden Fall mit. Aber wie funktioniert das jetzt mit diesem Weinen? Also er hat ja bis jetzt noch nicht geweint. Na, dann müssen wir da irgendwas holen. Das ist schon so ein bisschen trappy hier. Ja, das war mir nämlich klar. Aber bringt das was, da reinzulaufen? Oh ja, es bringt was. Oh, fuck. Fuck, 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 fuck. Der will auf jeden Fall unseren kleinen Popo haben. Unseren kleinen Windelpopo. Den bekommst du aber nicht. Geh weg von uns. Ja, ja, vielleicht werde ich das so ein bisschen versuchen, teilweise zu schneiden, sodass es halt wenigstens etwas Sinn ergibt. Ja, ich weiß, dass ich da oben das Ding aufmachen muss. Oh, Red Belly! Alter, der ist halt einfach so ein Cringe-Typ, ne? Unser Fahrrad! Yo! Yo! Was? Das ist kaputt? Wer hat unser Fahrrad kaputt gemacht? Belly, warst du's? Du Sack! Das ist natürlich schlau, mir mein Fahrrad zu klauen. Beziehungsweise mir das Rad vom Fahrrad zu klauen. Okay, wir haben auf jeden Fall eine Map bekommen jetzt. Aber das heißt ja prinzipiell... Okay, wartet mal, hier geht's rein. Ey, schon wieder dieser Creep hier. Was willst du damit hier? Okay, dahinter geht's irgendwie nicht. Gehen wir mal gucken. Sektion 3. Ja, es ist sehr viel hier, oder? Okay, was ist hier jetzt? Brauchen wir... Ist es ein Schraubenzieher, den wir brauchen? Ah, wahrscheinlich. Okay, Screwdriver. Die frische Milch nehmen wir natürlich mit. Na klar. Wir brauchen frische Milch. What the... War da gerade schon wieder was an der Tür? Ich hab's nicht gesehen. Okay. Mhm. Jetzt ist auch diese creepy Puppe hier weg. Eklig. Oh. Du bist... Ich sag's aber nicht. Nee. Wir sagen dazu jetzt nichts. Ja, mal geht's ja gut, mir das Ding entgegenzuwerfen. Okay, wir gucken mal. Vielleicht können wir den hier hinten schon einsetzen irgendwo. An der Hasentür vielleicht. Lass uns zur Hasentür gehen. Okay. Absetzen. Öffnen. Ach, na klar. Das ist hier ist auf jeden Fall sehr kindersicher. Alter. Einmal. Zweimal. Dreimal. Vier. Ich gehe erstmal hier links lang. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Ich weiß jetzt nicht. Okay, es tat auf jeden Fall weh. Sagen wir es mal so. Es hat ihm wehgetan. Okay. Aber ist das jetzt schon Sektion 3? Meint ihr, das ist ja Sektion 3? Es kann, also es scheint so. Was ist das? Ja, wir wissen doch, dass wir das aufmachen müssen. Mach die Tür auf, kleiner Mann. Okay. Oh, lol, guckt mal, da oben hängt schon was. Interessant. Aber ich bin mal gespannt, was es ist. Nein. Er hat es gerade gesagt. Mensch. Oh, dieses Springen hier in dem Spiel ist schon ein bisschen mehr Herausforderung wie alles andere. Du musst nämlich die ganze Zeit, anstatt nur zu springen, musst du halt einfach rennen. Und dann musst du immer warten. Das ist sehr nervig. Wer ist das denn? Wer bist du? Okay. Also ich guck mal, dass wir irgendwie jetzt da... Boah, ich hab schon gedacht, wer ist das?
Oh, Honey Claws. Okay, wir haben unsere erste Puppe gefunden. Okay, wie machen wir das jetzt? Wie kommen wir jetzt hier runter? Normal? Wie vorher, oder? Ja, okay, gut. Und hier können wir dann einfach nur runterfallen. Das ist nicht so dramatisch. Da tun wir uns nicht. Wo ist denn jetzt hier die Karte? Exame, wir wollen jetzt erstmal gucken. Okay, wo sind wir jetzt? Das Ding ist... Jetzt ist aber das Ding... Wo sind wir? Ah, Jump Shows, wir sind hier unten. Unten links, also... Ich kann es euch nicht zeigen. Da ist der Switch gewesen, da war die Jump Show. Gehen wir mal nach rechts durch. Was ist das? Screwdriver, das ist klar, den haben wir schon geholt. Okay, wir machen das jetzt so. Put away. Ah, Sektion 3. Ja, okay, ich habe verstanden. Was haben wir hier? Fleischstücken oder was? Na, ganz lecker. Sektion 3. Das ist jetzt die andere Seite, oder? Kann das sein? Okay, wir brauchen hierfür wieder den Key. Interessant. Wo ist der Key? Ich würde gerne eher wissen, wo mein Rad ist vom Fahrrad. Oder Dreirad. Ist ja ein Dreirad, ist kein Fahrrad. Jetzt ein Dreirad. Das können wir aufpimpen. Das ist bestimmt geil. Das fährt dann 18.250. 15.62. Okay. Was haben wir hier? Steht auf jeden Fall hier überall, 1562. Oh, hier, Boxy Boo. Den wollen wir nicht haben. Okay, wait. Kann ich jetzt? Alter. Das ist so ein Little Nightmares Ding hier. Okay, aber wo müssen wir jetzt mit dem Schlüssel hin? Das Ding ist halt, ich habe jetzt nicht gespeichert. Heißt, wenn ich sterbe, bin ich am Arsch. Okay. Es ist auf jeden Fall viel, was hier rumliegt. Was zum... Okay, creepy. Okay, da wollen wir mal gucken, ja. Was haben wir denn hier jetzt alles? Wir haben auf jeden Fall den Screwdriver, wir haben unseren ersten Friend, den können wir aber, glaube ich, wegtun. Ich weiß jetzt nicht, ob wir den für irgendwas Bestimmtes brauchen. Dann haben wir den Screwdriver. Ah, okay, den können wir verwenden für Dings. Okay. Interessant. Den Screwdriver können wir, also den Schraubenzieher, ich nenne es jetzt, mach's mal auf Deutsch. Brauchen wir. Oh mein Gott, Junge, was ist mit dir denn los? Fuck you. Geht's dir gut? Hast du einen Dachschaden? Alter. Knall dir erstmal eine Schoki rein, damit wieder der Insulinspiegel nach oben geschossen ist. Direkt. Eieieiei. What the. Ei. Da, also. Wow. Chat, clip das. Alter. Jetzt hat das natürlich nicht geklippt, ne? Jo, hau rein, Bro. Es ist mir scheißegal, wer du bist. It's me, your mother. Na, bestimmt nicht. Du hast bestimmt meine Mutter gefressen. Was zum...
Aber was war das? Ich hab's halt nicht mal gesehen, was mich da gerade angegriffen hat. Alter Schwede, ey, das Ding stand einfach plötzlich vor mir, ne? Was ist das? Ah, eine Schaukel. Oder sowas ähnliches. Ah, es ist halt blöd. Wir müssen aber eigentlich wieder zurück, weil wegen dem Schlüssel und so, ne? Aufpassen, dass wir nirgendwo reintreten, weil ihr wisst Bescheid. Das geht schneller, wie man gucken kann. Da steht aber da hinter einem. Und by the way, ihr müsst also, wundert euch nicht, dass hier oben diese schwarzen Balken sind. Das ist vom Spiel aus direkt so. Oh, hi. Oh, so viele Mamis. Ah, dafür brauchen wir einen Stuhl. Okay, den werden wir uns natürlich holen. Da ist der Stuhl. Und dann ist es... Es ist da hinten so dunkel, dass man nichts sieht. Ja, ich weiß, Ladies, dass ihr euch gerade zu mir gedreht habt. Ich bin natürlich auch eine absolute Augenweide, gerade weil ich ein kleines Kind bin. Und kleine Babys sind immer süß. Aber, nein. Einfach weggehen. Aber was hat das? Diese 1562? Was ist das? Einmal Dragging. Drag. Einmal Dragging. Wir brauchen immer nur zwei aufmachen. Das geht dann eigentlich. Uiuiui. Okay. Das ist irgendein Code, den wir auf jeden Fall brauchen. Für was auch immer. Okay. Geh weg! Oh! Mann! Was ist das, Junge? Aiden, es wird nicht geweint. Hier wird nicht geweint. Wir sind Männer. Männer weinen nicht, Kappa. Heult so viel ihr wollt. Von mir aus. Chat, klippt das. Oh, er hat's geklippt, wow. Oh, what the fuck? Das ist ja der komplette Oktopus Albtraum. Ich nenn's mal Albtraum. Es ist kein Traum. Wo ist das? Eine Spraydose. Oh, wir haben jetzt Graffiti-Künstler. Oh Mann. Ja. Ja, wir wären kein Graffiti-Künstler. Wir haben uns gerade eher fast ins Höschen gemacht. Okay. Chat, klippt das. Ja, ich hab mir bald eingekackt jetzt. Baby Blues Nightmare? Sehr, sehr geil. Aber gibt's hier sonst noch irgendwas? Nee, scheinbar nicht. Wir kommen hier nicht wieder rein. Aber für was brauche ich die Spraycan jetzt? Das ist ja... Ach, hier sind schon wieder Mamis. Niemand will das sehen. Geht bitte nach Hause. Okay. Da ist jemand die ganze Zeit, der uns beobachtet, ne? Ich weiß aber nicht, wer das ist. Ein Apfel! Oh, wir haben kein Inventory Space. Was ist das? Ach so, nee, das brauche ich jetzt nicht. Ich will keine andere Color haben von meinem kleinen Auto. Können wir... Bitte, weg. Okay, wir nehmen den Apfel, weil der ist nämlich gesund. Äpfel sind immer gut. Ah, das hat nur 10 jetzt aufgeladen. Okay, wir können hier durchgehen. Also wir haben bis jetzt 2 von unseren Toys wiedergefunden. Beziehungsweise von unseren Protective Dolls. Ich weiß jetzt nicht genau, für was wir die brauchen. Aber wir werden es sehen, spätestens am Ende des Spiels. Aber die Jumpscares sind sehr, sehr gut platziert, also ohne Scheiß. Alter, da ist einfach eine Leiche. Er sagt aber halt, dass wir hier lang müssen, ne? Wir sollen ja diesen... Ja, es ist klar. Wir sollen ja diesen Pfeilen dauernd folgen. Was haben wir hier? Eine Schoki! Ja, natürlich. Brauchen wir ja, weil unser Zuckerspiegel ist sehr niedrig die ganze Zeit. Okay, Kittypaw.
Nein, du nimmst bitte deine Griffel von uns. Oh, ey, dieses Lachen, Alter. So ein ganz creepy, creepy Kinderlachen, ne? Nee, du möchtest also nicht mit uns mit. Okay, gut. Ich hoffe doch, dass ihr nicht wieder jetzt einen Jumpscare des Todes abbekommen hier. Aber müssen wir jetzt trotzdem wieder dahin? Ich weiß halt nicht, ob wir einfach nur ein Stück weiter weg mussten. Okay. Ich glaube, das werden wir in den Kanal-Trailer mit reinschneiden. Ich habe nämlich richtig Bock, einen Kanal-Trailer zu machen für meinen Twitch-Channel, beziehungsweise auch YouTube-Channel. Ich glaube, das ist ganz cool, wenn man das damit reinmachen kann. Ach nee, wir müssen nicht wieder zurück. Okay, das heißt, wir müssen ganz normal wieder raus. So, jetzt haben wir 3 Stück von denen. 2 fehlen noch. Bekommen wir hin. Er hat auf jeden Fall den heftigsten Herzschlag seines Lebens. So krass hat sein Herz noch nie gebubbert. Okay. Wir kriegen ja meistens Jumpscares ab, wenn wir hier reingehen und rausgehen. Nee, diesmal nicht. Apfel! Können wir den nicht einfach... Es ist halt weird. Ich weiß nicht, man, wir haben so viel Milch. Wir usen einfach mal eine. Aber wir haben halt noch 90 Leben, das passt eigentlich. Ich denke, das ist jetzt nicht so dramatisch. Nee? Okay. Dann haben wir hier jetzt auch nichts. Okay, hier ist jetzt Sektion 4 und da ist einfach... da rutscht einfach ein Bein runter. Jo, und du bist? Okay. Keine Ahnung, wer du bist, aber... Hi. Ich glaube, wir spielen das halt auch einfach ohne Dreirad durch gerade, ne? Ich weiß gar nicht, braucht man das Dreirad denn unbedingt? Ist es so wichtig? Ins Bällebad wollen wir noch nicht. Ich will das mal hier dann gucken. Oh, das sieht aus wie so ein Labyrinth oder sowas. Snake. Da ist auch wieder diese Zahl. 1562. Die kommt überall. Okay. Da geht jetzt nichts weiter lang. Shoki! Okay. Was ist hier? Ach, da ist ja die Hand. Oh, eine blutige Hand. Ganz toll. Wir brauchen jetzt aber irgendwas, um das durchs Fenster zu krachen. Das haben wir ja schon gelernt. Okay. Können wir den Bausteinklotz hier nehmen? Bestimmt, oder? Einfach volle Bude durch. Ich meine, Eltern haften wie ihre Kinder. Also, haftet mal für eure Kinder. Bitte, danke. Wir machen nichts kaputt. Wir sind ganz artig. Wir tun nichts, was falsch ist. Wir suchen nur unser Spielzeug. Okay. Ah, hier ist das Rad. Ja, natürlich ist mein Inventar voll. Okay. Ja, das ist mir klar, dass er das machen kann. Can't take no more chocolate. Okay. Interessant, also wir können keine Schokolade mehr öffnen. Das heißt, wir haben eine bestimmte Anzahl nur. Okay, 5 Stück können wir nur nehmen. Ja gut, ich glaube, das reicht aber halt auch. Ne? Oh. Ich würde sagen, wir setzen uns erstmal ganz kurz hier an die Ecke. Warten, bis Mr. Redbelly weg ist. Aber diese 1562, die ist halt so auffällig, die Zahl, ne? Ja, Bruder. Hör auf zu lachen. Niemand mag dich. Du bist einfach so ein Bulli oder sowas, hundertprozentig. Okay, ich hoffe, man hört meine Tastatur jetzt nicht mehr so krass, weil ich versuche schon so zart wie möglich auf die Tasten zu drücken. Dann muss man so. Das war das Octopus-Ding. Okay, jetzt müssen wir erstmal gucken, wo unser Fahrrad ist, Dreirad ist. Hör auf uns zu rufen. Wir wissen, wie wir heißen. Wir sind nicht schwerhörig, Bro. Okay. Ich würde aber jetzt gerne noch wissen, wo diese blöde Tür mit diesen Dings war. Mit den... Wie heißt es denn? Mit dem Schlüssel. Wo war die denn?
Okay. Was ist eigentlich, wenn wir alle fünf gesammelt haben? Sind wir dann fertig? Habe ich nochmal Milch? Nein, habe ich nicht. Ich habe keine Milch mehr. Muss erstmal Mutti fragen gehen, warum ich keine Milch mehr habe. 1562. Ich weiß halt nicht, ob ich jetzt richtig bin, ne? Weil irgendwo war diese doofe Tür. Und ich habe keinen Plan mehr, wo. Es ist halt riesengroß. Hey, hör auf uns anzuatmen von der Seite und hör auf zu lachen. Niemand mag dich. Das haben wir gerade eben schon rausgefunden. Da war wieder so eine Hand. Okay. Das kann doch nicht sein. Aber ich glaube, hier hinten können wir nochmal speichern. Beziehungsweise unser Mist aus... Jo. Unseren ganzen Scheiß rausschmeißen, den wir jetzt nicht brauchen. Wir haben den hier, brauchen wir jetzt nicht. Den brauchen wir jetzt auch nicht. Das Ding ist halt, ich weiß nicht, ob ich ihn mitnehmen muss. Aber ich glaube, es ist eher weniger. Chocolate Bar. Aber du kannst... Ach nee, wir haben 4 Items drin. Okay, gut. So, dann speichern wir mal. Falls wir sterben sollten, das kann ja alles passieren. Bitte jumpscare mich jetzt nicht wieder. Ich gehe rückwärts aus dem Ding raus. Okay, danke. Okay. Was ist das, Alter? Sieht aus wie ein riesiger Kackhaufen. Wer kommt denn auf solche Ideen? Ah, hier drin haben wir noch was, okay. Hallo, Jungs. Darf ich mal ganz kurz? Ich möchte nur mal kurz hier reinlaufen und mal schauen, was wir hier haben. Cloudy Head, okay. Ah, okay, das ist jetzt die 4. von 5. Ja. Du alter Nussknacker. Das Kind muss so viel durchmachen hier drin. Das ist ja abnormal. Armes Kind. Achso, warte, wir können gerade nicht springen. Hier gestört, ne? Aber hier muss doch jetzt irgendwo dieses Dreirad sein, weil damit kannst du dich halt so viel schneller fortbewegen. Sektion 3. Ist das hier gewesen? Ich weiß halt echt nicht mehr, wo das war, ne? Aber ich glaube, ist es dafür gewesen, der Schlüssel? Das ist ja natürlich geil. Yo. Okay. Was ist das? Ach, wir haben einen größeren Rucksack gefunden. Cool. Wie viel können wir jetzt mitnehmen? Okay, ein bisschen mehr. Naja, es ist jetzt so viel mehr, aber es ist ein bisschen was. Oh mein Gott! Alter! Du Miststück! Digga, warum kommt die eigentlich immer jedes Mal aus dem Nichts, die komische Alte? Oh. Du Scheißviech, du. Verstehe vollkommen, dass das Kind die ganze Zeit am Heulen ist. Das ist ja richtig schlimm. Aber wo ist jetzt dieses Dreirad? Wo ist das Dreirad? Da ist mein Dreirad. Yay. Ja, mein Dreirad. Und yes. Und jetzt, mein Freund, können wir Vollgas geben. Yo. Wir sollten aber nicht unbedingt Red Bell in die Arme fahren. Naja, du hast eh keine Chance. Junge, ich bin viel schneller wie du. Mit meinem Dreirad. You see me rolling. Wir fahren einfach mal hier rein. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß immer noch nicht, für was diese blöden Zahlen sein sollen, ne? Jo, wir sind einfach übelst schnell. Junge, wir fahren hier mit 300 Sachen durch die Gegend. Einfach gib ihn. Ich finde das total cool mit diesem Dreirad, ne? Fühl mich gerade wie Jigsaw. Also wenn du dich da nicht gut fühlst, dann weiß ich auch nicht weiter. Au. Kann ich jetzt hier hinten irgendwo lang? Hallo? Rückwärtsgang bitte einlegen. Dankeschön.
Ah, wait. Oh, Lord. Hier ist noch so ein... Hier ist noch so ein Schacht. Ich hoffe nicht, dass das letzte Ding jetzt auch noch in so einem Schacht ist. Und hoffentlich erschrecke ich mich jetzt nicht wieder. Okay, nee, da gehen wir mal nicht hin. Das ist nur so ein Teddybär. Weil er reagiert nämlich drauf, sobald er irgendwas sieht, was wichtig ist. Oh, ey. So, wo müssen wir denn? Wow, jetzt habe ich natürlich mein Dreirad nicht mit. Okay. Ach, ja, aber wo ist jetzt der letzte? Door und Keycode, die müssen da oben hin. Aber wie auch immer wir da oben hinkommen, das ist das. Hier ist der Oktopusraum. Wartet mal, wenn wir den Oktopusraum finden auf der Karte, ist es, glaube ich. Jo, das ist da. Wir sind aus dem Vent rausgekommen, ne? Das heißt, wenn wir jetzt hochgehen, links, da sind diese Animals. Okay, ich glaube, ich weiß ungefähr, wo wir sind. Wir brauchen diesen Keycode. Da sind dann die ganzen Puppen. Das ist auf der Seite. Das heißt, wir müssen umdrehen, wir müssen zurück. Okay, wait, wir müssen zurück. Weil ich glaube nämlich, dass der letzte da drin ist. Das ist klar. Dann sind hier nämlich diese ganzen Tiere. Okay, wait. Und dann hier lang. Und da müsste eigentlich auf der rechten Seite, wenn wir jetzt hier langlaufen, müsste da vorne rechts ein kleiner Dings sein. Da müsste hier ein... Ja, stimmt. Okay. Irgendwo hier vorne muss es jetzt sein. Ah, da. Und da kommen wir nicht hoch, ne? Wir brauchen dafür einen scheiß Stuhl. Ja, dafür brauchen wir einen Stuhl. Ganz toll. Da ist ein Stuhl. Bitte schmeiß mir den Stuhl nicht wieder entgegen wie sonst was. Danke. Wir haben 1562, ne? Müsste 1562 gewesen sein. Okay. Pull away. Hallo? Puddeling. Okay, ich hoffe, es war jetzt nicht zu laut. Ah, oh, fuck. Okay. 15. 62. Ja. Okay, es war auf jeden Fall schon mal richtig. Ja, warte mal. Bevor wir hier Miss irgendwas holen, möchte ich gerne... Erstmal hier oben drauf. Nee, Aiden ist nicht da. Aiden ist gerade einkaufen. Okay. Oh, jetzt findet deine Mutter, um zurückzukehren. Mhm. So, wo ist aber die Mutter? Okay, passt auf, wir gucken jetzt, wo Mami ist. Wir müssen jetzt Mami suchen und da stand schon wieder was. Ich mach die Augen zu und geh durch. Das war mir nämlich klar. Einfach Augen zu und durch. Okay, wait a minute. Wir gehen jetzt noch unser Dreirad holen. Ich glaube, das ist das Beste, was wir machen können. Aiden, es wird nicht geflennt jetzt. Genau. Ziehen wir uns erstmal eine Schoki rein. Das Ding ist jetzt so, ist aber Mami. Wo ist Mami? Aiden?
Ach so. Aber wir müssen der Stimme folgen jetzt. Bin ich hier? Ne, ich bin nicht richtig. Ich hab keine Angst. Ja. Ich hab nichts zu befürchten. Okay. Das ist so creepy gerade. Was ist das da hinten eigentlich? Ach, ein Screwdriver, okay. Ja. Ah, wait, ich bin mir sicher, dass wir jetzt erstmal die ganzen Puppen holen müssen. Oder? What the fuck, Alter, was ist das für ein LSD-Trip? Ja, nämlich Aiden, genau. Das ist ja der komplette LSD-Trip gerade. Okay. Aber es ist sehr interessant gewesen. Es hat wirklich gute Jumpscares gehabt, finde ich. Wow, das Schiffbett ist ja mega cool. Junge, welches Kind hat denn ein Schiff als Bett? Gar kein Kind, würde ich sagen. Ah, wir haben unser Dreirad wieder gesehen. Sehr cool. Okay, wir müssen ein bisschen langsamer machen. Damit wir hier auch unser Zeug ordentlich angucken können. Was ist das? Ah, cool. Unser kleiner, wundervoller Rucksack. Ist das ein Schwein oder eine Kuh gewesen? Keine Ahnung, ich weiß es nicht genau. Ich weiß nicht, was das genau war. Und das ist? Ja, Red Belly, der Gestörte. Mit dem wollen wir nichts mehr zu tun haben. Red Belly ist nicht mehr unser Freund. Nein, wir werden keinen Red Belly mehr schauen. Ah, wir wollten umziehen, oder was? Habe ich das richtig verstanden? Okay. Ja. Aber das Kind scheint eine sehr krasse Fantasie zu haben. Overreacting Fantasie und sowas. Ah. Ah, der Vater ist also der Alkoholiker. Ja gut, das konnte man ja von Anfang an wissen. Okay, krass. Er schlägt einfach seine Frau, Junge, was ist los mit ihm? Das ist ein schöner Rabe, den mag ich. Das ist irgendwie mega traurig, oder? Ah, er hat das mit angesehen. Ah, das Kind hat unter dem Ding gesessen, unter dem Tisch und hat das alles mit angesehen und hat das als in seiner Fantasie so umgestaltet, dass Red Belly der Böse ist. Okay, das ist sehr interessant auf jeden Fall. Also das ist halt einfach Traumabewältigung, ne? Wenn man da mal so drüber nachdenkt. Aber was hat der Vater noch gemacht? Das würde ich jetzt gern wissen. Ja, wir haben einen sehr, sehr langen Nap gehabt. Okay.
Ja, da sind unsere superschönen Spielzeuge. Aber was... Ist er jetzt bei seiner Familie oder wo ist er jetzt? Beziehungsweise, was hat der Vater mit der Mutter gemacht? Ich komm gleich noch ein Jumpscare, wetten? Ist es ein Teaser auf den zweiten Teil? Das wäre auf jeden Fall cool. Game created by Steel Chris Studio. Sehr, sehr cooles Game. Sehr geiles Game. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und es waren einige ekelhafte Jumpscares dabei. Also wirklich ekelhafte. Sehr cooles Spiel. Ich verlinke euch das auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr das selber spielen wollt, gebt dem Ganzen mal eine Chance. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen restlichen Abend. Vielen Dank fürs Reinschauen. Wir sehen uns im nächsten Video.